Glück. Der Zustand des still lachenden Einsseins mit der Welt. Solange du nach dem Glück jagst, bist du nicht reif zum Glücklichsein. Unglück wird zu Glück, indem man es bejaht. Wenn wir einen Menschen glücklicher und heiterer machen können, so sollten wir es in jedem Fall tun, mag er uns darum bitten oder nicht. Glück ist Liebe, nichts anderes. Wer lieben kann, ist glücklich. Denn indem ein Mensch mit den ihm von Natur gegebenen Gaben sich zu verwirklichen sucht, tut er das Höchste und einzig Sinnvolle, was er kann. Das Ziel ist dies, mich immer dahin zu stellen, wo ich am besten dienen kann, wo meine Art, meine Eigenschaften und Gaben den besten Boden, das größte Wirkungsfeld finden. Es gibt kein anderes Ziel. Wohin noch mag mein Weg mich führen? Närrisch ist er, dieser Weg. Er geht in Schleifen, er geht vielleicht im Kreise. Mag er gehen, wie er will, ich will ihn gehen. Auf einfache Wege schickt man nur die Schwachen. Geduld ist das Schwerste und das Einzige, was zu lernen sich lohnt. Alle Natur, alles Wachstum, aller Friede, alles Gedeihen und Schöne in der Welt beruht auf Geduld, braucht Zeit, braucht Stille, braucht Vertrauen. Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen. Wahrer Beruf für den Menschen ist nur, zu sich selbst zu kommen. Du sollst dich nicht nach einer vollkommenen Lehre sehen, sondern nach Vervollkommnung deiner selbst. Gegen die Infamitäten des Lebens sind die besten Waffen Tapferkeit, Eigensinn und Geduld. Die Tapferkeit stärkt, der Eigensinn macht Spaß und die Geduld gibt Ruhe. Leute mit Mut und Charakter sind den anderen Leuten immer sehr unheimlich. Wir müssen nicht hinten beginnen, bei den Regierungsformen und politischen Methoden, sondern wir müssen vorn anfangen, beim Bau der Persönlichkeit, wenn wir wieder Geister und Männer haben wollen, die uns Zukunft verbürgen. Man braucht vor niemand Angst zu haben. Wenn man jemanden fürchtet, dann kommt es daher, dass man diesem jemand Macht über sich eingeräumt hat. Man hat nur Angst, wenn man mit sich selber nicht einig ist. Über dem ängstlichen Gedanken, was etwa morgen uns zustoßen könnte, verlieren wir das Heute. Die Gegenwart und damit die Wirklichkeit. Wenn man etwas für recht hält, muss man es auch tun. Jeder Mensch ist heilig, wenn es ihm mit seinen Gedanken und Taten wirklich ernst ist. Die Praxis sollte das Ergebnis des Nachdenkens sein, nicht umgekehrt. Wer das Denken zur Hauptsache macht, der kann es darin zwar weit bringen, aber er hat doch eben den Boden mit dem Wasser vertauscht und einmal wird er ersaufen. Intellektuelle Erkenntnisse sind Papiere. Vertrauen hat immer nur der, der von Erfahrenem redet. Wer Neugeburt will, muss zum Sterben bereit sein. Wahrlich keiner ist weise, der nicht das Dunkel kennt.
die Welt und das Leben zu lieben, auch unter Qualen zu lieben, jedem Sonnenstrahl dankbar offen zu stehen und auch im Leid das Lächeln nicht ganz zu verlernen. Nach jeder Katastrophe sind wieder Gras und Blumen gewachsen. Das Paradies pflegt sich erst dann als Paradies zu erkennen zu geben, wenn wir aus ihm vertrieben sind. Weich ist stärker als hart. Wasser ist stärker als Fels. Liebe ist stärker als Gewalt. Ohne Liebe zu sich selbst ist auch die Nächstenliebe unmöglich. Ein Haus ohne Bücher ist arm, auch wenn schöne Teppiche seinen Boden und kostbare Tapeten und Bilder die Wände bedecken. Solange du um Verlorenes klagst und Ziele hast und rastlos bist, weißt du noch nicht, was Friede ist. Gegner bedürfen einander oft mehr als Freunde, denn ohne Wind gehen keine Mühlen. Aller höhere Humor fängt damit an, dass man die eigene Person nicht mehr ernst nimmt. Das ist das Herrliche an jeder Freude, dass sie unverhofft kommt und niemals käuflich ist.